Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Vortrag in der Reihe Faszination Astronomie Online heute Abend. Mein Name ist Björn Voss vom LWL Planetarium in Münster in Westfalen und ich möchte heute mit Ihnen auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Welt gehen. Die größtmögliche Zeitreise, die man überhaupt machen kann, vom Urknall bis zum Menschen. Das Ganze beruht oder hängt zusammen ein wenig mit einer Planetariumsvorführung, die wir hier in Münster zusammen mit vielen anderen Planetarien, darunter auch Mannheim, Berlin, Bochum, um nur einige zu nennen, ich kann nicht alle aufzählen, vor einigen Jahren gemeinsam erstellt haben, die man jetzt in diesen Planetarien auch noch sehen kann. Einzelne Szenenbilder daraus werden auch in dem Vortrag jetzt zu sehen sein. Und ich möchte mit Ihnen einmal in diesem Vortrag ein bisschen auf die wissenschaftlichen Hintergründe schauen. Was ist wann geschehen? Woher wissen wir das? Und als Werkzeug dabei möchte ich ein bisschen benutzen, eine Idee, die vom berühmten Astronomen Carl Sagan stammt, nämlich das kosmische Jahr. Ein gedachtes Jahr, bei dessen Beginn am 1. Januar um 0 Uhr der Urknall, der Beginn des Universums gewesen wäre und an dessen Ende am 31. Dezember um 24 Uhr die heutige Zeit wäre, sodass man sich fragen kann, was geschah wann, um das Ganze einzuordnen. Das Ganze werde ich ein bisschen, ja, ich sag mal, oberflächlich präsentieren. Ich werde nicht jedes einzelne Teilthema im astrophysikalischen Detail präsentieren. Dafür wird die Zeit natürlich nicht ausreichen. Aber es wird also eine Übersicht über verschiedenste Wissensgebiete, nicht nur aus der Astrophysik, sondern eben bis hin zur Entstehung des Menschen sein. Und in diesem kosmischen Jahr kann man noch ein bisschen ausrechnen, welche Zeiträume dann wie lang wären. Also ein Monat zum Beispiel im kosmischen Jahr wären etwas mehr als 1 Milliarde Jahre in Wirklichkeit, ein Tag knapp 40 Millionen Jahre und so weiter. Eine Sekunde wären etwas über 400 Jahre in Wirklichkeit. Also wir können schon mal abschätzen, ganz am Ende des kosmischen Jahres, wir selber sind im Mittel, ich zum Beispiel 0,1 Sekunden alt. Das ist nicht wirklich lang, aber immerhin. Schauen wir also. In 4 Kapiteln präsentiere ich das. Und das erste Kapitel dieser kosmischen Geschichte, das ist der Urknall und die chemischen Elemente, das absolute Fundament unserer Welt. Ein bisschen soll es ja immer darum gehen, was brauchte es jeweils, damit wir Menschen entstehen konnten. Wir sind zwar nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, aber letztlich sind wir es ja, die sich das fragen. Und das allerbasalste, fundamentalste, das sind natürlich die chemischen Elemente, aus denen wir bestehen. Dieses Bild zeigt bereits die ganze Geschichte. Die Geschichte des Universums von links, dieser kleine Punkt hier, das soll den Urknall darstellen, bis rechts der denkende Mensch hier in der Darstellung des Künstlers. Im Grunde könnte ich den ganzen Vortrag anhand nur dieses einen Bildes erzählen. Das wäre etwas langweilig, aber so könnte man das machen. Vor allem geht es hier um das, was aus Sicht des Physikers vielleicht das Allerwesentlichste ist, nämlich die Entstehung der chemischen Elemente in den ersten 3 Minuten bis 300.000 Jahren. Genauer gesagt, die Entstehung der ersten Atome. Man weiß, wie das abgelaufen ist bei unglaublich großer Hitze, bei unglaublich großer Dichte im ganz frühen Universum, als es noch sehr winzig war, das Universum. Das weiß man, weil man heute in Teilchenbeschleunigern, wie hier im Tunnel, im CERN-Forschungszentrum in der Schweiz, nachstellen kann, diese frühen Bedingungen im Universum kurz nach dem Urknall und heute gewissermaßen prüfen kann mit experimentellen Methoden, wie die Elementarteilchen oder bei welchen Bedingungen die ersten Elementarteilchen in die Welt kamen. Und wir wissen, dass es in der ersten Millionstel Sekunde nach dem Urknall bereits soweit war, dass aus den allerelementarsten Teilchen, den Quarks, die Protonen und Neutronen, die Bestandteile der Atomkerne wurden. Nach einer etwas längeren Zeit, nach etwa 3 Minuten, gab es dann die ersten Atomkerne, bestehend aus diesen Protonen und Neutronen. Diese 3 Minuten sind das Fundament der Welt. Da könnte man sagen, da war das Wesentlichste schon getan. Aus Sicht des Teilchenphysikers, 3 Minuten, okay, der Rest ist nicht mehr so wichtig. Aber natürlich passiert im Rest der Geschichte noch sehr vieles. Nach 380.000 Jahren gab es die ersten Atome. Und das war ein wesentlicher Schritt, denn bis hierhin war das Universum, wenn man so will, von Feuer erfüllt, salopp gesagt. Das noch kleine Universum, es dehnte sich immer weiter aus bis heute, war von Plasma erfüllt, umgangssprachlich so etwas wie Feuer und durchsichtig abgekühlt wurde es erst an diesem Punkt nach 380.000 Jahren. In unserem kosmischen Jahr wären das 14 Minuten, also 0.14 Uhr am 1. Januar. Und Sie sehen immer in Gelb in Zukunft die Zeitangabe in diesem kosmischen Jahr und in weißer Schrift die tatsächliche Zeit im echten Universum.
Nach 4 Millionen Jahren wurde es dann dunkel im Universum. Warum? Es gab ja noch keine Sterne. Die Sterne mussten erst noch entstehen. Bis dahin war es hell gewesen, weil man um sich herum noch, wenn man so will, das Feuer des Urknalls gesehen hat. Und das war dann ab 4 Millionen Jahren nicht mehr zu sehen gewesen. Dieses Urlicht des Urknalls, das von allen Richtungen im Grunde kommt und das immer noch aus allen Richtungen kommt. Wenn man nachts zum Himmel schaut, sieht man es im Grunde theoretisch noch. Unsere Augen sehen es nicht mehr, aber es ist noch da, nur nicht mehr als sichtbares Licht. Es wurde, wie man sagt, rot verschoben. Und das möchte ich jetzt ganz kurz erklären. Das Universum dehnt sich aus. Das war seit dem Urknall so. Auch heute noch dehnt sich das Universum immer weiter aus. Und weil es das tut, bewirkt es im Universum einige Effekte. Und das betrifft vor allem das Licht im Universum. Wir sehen hier das Spektrum, das elektromagnetische Spektrum. Licht, wie wir es kennen, ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das ist hier gezeigt, wie sich das hier einpasst, einfügt. Und es gibt ganz andere Arten elektromagnetischer Strahlung. Sie wissen es vielleicht, das Ultraviolette, UV, das Infrarote und so weiter. Und Licht, egal ob sichtbares Licht oder diese anderen Formen von Strahlung, ist eine Welle. Das haben wir hier unten einmal gezeigt. Und wenn das Universum sich ausdehnt und diese Lichtwellen durchs Universum sich bewegen, dann werden sie mit ausgedehnt. Eine längere Wellenlänge aber entspricht jetzt einem röteren oder hier im Ganzen weiter nach rechts im Rückenden einer Art von Strahlung. Und das heißt, das Licht, was vorher gelb war, zum Beispiel dann rot wird, rot verschoben. Daher kommt dieses Wort. Und der Punkt, den ich gerade erwähnte, ist, nach 4 Millionen Jahren nach dem Urknall war dieses ursprüngliche Licht so weit rot verschoben, also der Wellenzug so weit auseinandergezogen durch die Ausdehnung des Universums, dass es ins Infrarote verschoben und damit unsichtbar für unsere Augen geworden wäre. Also wäre ein Mensch damals dabei gewesen, dann hätte er bis 4 Millionen Jahre nach dem Urknall im kosmischen Jahr, bis 2.30 Uhr, Licht gehabt und danach wäre es erstmal dunkel gewesen. Und zwar bis zum 6. Januar, dazu gleich mehr. Das Wesentliche am Urknall war, aus Sicht des Menschen heute, dass er uns die Grundlagen für unsere Existenz geschaffen hat. Es sind Wasserstoff und Helium entstanden, die einfachsten chemischen Elemente, aus denen später auf Umwegen Sterne, Planeten, Menschen entstanden sind. Und es gab ein weiteres wesentliches Ding, die dunkle Materie. Es gibt viele Arten von Materie, nicht nur die gewöhnlichen Atome, Wasserstoff und Helium. Die dunkle Materie ist wesentlich, weil sie gewissermaßen der Geburtshelfer war oder der Brandbeschleuniger, je nachdem, wie man es sehen will, für alles, was danach kommen sollte. Planeten oder wir Menschen wären bis heute nicht entstanden, wenn man einfach nur Wasserstoff und Helium ins Universum gepackt hätte und das wäre es gewesen. Nur dadurch, dass auch dunkle Materie da war und das alles beschleunigt hat, gibt es uns heute überhaupt erst zu diesem Zeitpunkt. Dazu gleich mehr. Das wollte ich jetzt kurz überspringen aus zeitlichen Gründen. Entschuldigung. Die dunkle Ära, wie gerade gesagt, es war dunkel im Universum bis zum 6. Januar, weil erst dann, nämlich am 6. Januar etwa, die ersten Sterne entstanden. Die ersten Sterne entstanden aus Gaswolken von Wasserstoff und Heliumgas, das hatten wir ja eben erzählt, die vom Urknall produziert wurden, diese Bereiche. Und Gas zieht sich nun zusammen und bildet einen Stern. Diese ersten Sterne waren größer und heißer als die heutigen Sterne. Aber im Prinzip passierte das Gleiche, wie es auch heute passiert, wenn ein neuer Stern entsteht. Eine Gaswolke zieht sich zusammen. Das verwundert vielleicht erstmal. Wenn man an Gas denkt, dann denkt man, das fliegt weg, das fliegt durchs All und zieht sich nicht zusammen. Aber das stimmt nicht. Wenn ich eine Gaswolke in den Weltraum setze und die ist völlig ungestört, da passiert nichts weiter, dann wird die unter ihrer eigenen Schwerkraft sich zusammenziehen und immer dichter werden, dadurch immer heißer werden. Kompression erzeugt Reibungswärme und dadurch wird es dann so heiß, nämlich mehrere tausend Grad heiß, dass es zu leuchten beginnt. Und das ist ein Stern, ganz einfach gesagt. Ein Gasball, der so stark komprimiert wurde durch seine eigene Schwerkraft, dass er zu leuchten beginnt. So, und in diesem Stern passiert natürlich noch Wesentlicheres. Und diese Sterne waren nur sehr kurzlebig, nur wenige Minuten im kosmischen Jahr. Wir können das hier einmal in einem Film uns anschauen, was da passierte, eine Computersimulation. Ganz wesentlich ist, wir können diese ersten Sterne nicht sehen. Die sind so weit entfernt oder so weit zurück in der Zeit, dass man die nicht bisher zumindest nicht beobachten kann. Was man aber machen kann, ist, man kann in einer Computersimulation diese Sterne im Computer nachbilden, indem man nämlich die physikalischen Bedingungen, die
die Naturgesetze, von denen man weiß, die Schwerkraft, die Kernphysik und so weiter, im Computer nachbildet und dann den Computer rechnen lässt, was würde passieren, wenn ich da Wasserstoff habe, so eine Wolke, die bildet dann eben einen Stern. Das zeigen diese Computersimulationen, die hier im Film angezeigt sind. Was man hier also sieht, ist zum Beispiel als heller Fleck so eine Wasserstoffwolke. Gleich wird hier in dieser Computersimulation, in diesem Film, dass der Stern dort entstehen aus dieser Wasserstoffwolke. Das erkennt man daran, dass es dann quasi zu leuchten beginnt, man so ein Strahlenkreuz, ach hier zuerst, okay, hier so ein Strahlenkreuz sieht. Und dann wird man sehen, was als nächstes passiert. Auch das zeigt die Simulation. Der Stern explodiert. Es gibt eine Explosion. So eine Blase breitet sich aus. Hier gleich nochmal. Und das ist auch wichtig. Ja? Hier ist der Stern entstanden. Und schon explodiert er. Noch nicht? Jetzt im Film, da war die Explosion. Diese Explosionen, diese sogenannten Supernova-Explosionen, sind deshalb wichtig, weil sie die Materie aus dem Stern dann wieder im Weltraum verteilen. Und aus dieser Materie, die aus dem Stern herauskommt, können dann Planeten oder neue Sterne entstehen. Denn chemische Elemente mussten ja erst noch entstehen. Wir sehen hier schematisch, wie schon im Urknall aus Wasserstoffatomen hier oben Heliumatome entstanden sind. Ich will es nicht im Detail erklären, aber das ist schon im Urknall passiert. Der Urknall hat uns Wasserstoff und Helium gebracht. Alle anderen Atome, Sauerstoff, Kohlenstoff, alles weitere, was wir noch brauchen, um entstehen zu können, kamen erst aus Sternen. Erst in Sternen sind schwerere Elemente, wie zum Beispiel hier gezeigt, aus Helium irgendwann Kohlenstoff entstanden. Und das war eine wesentliche Leistung der ersten Sterne. Auch heute noch passiert das in modernen Sternen, aber die ersten Sterne haben das Fundament gelegt, dass alle chemischen Elemente da waren für uns, für unsere eigene Entstehung heute als Mensch. Damit sind wir bereit fürs zweite Kapitel, die Milchstraße und die Sonne. Und nun kommen wir zur dunklen Materie, die ich erwähnt habe. Hier zeige ich wieder eine Computersimulation, in der man sieht, wie die dunkle Materie, die jetzt hier gezeigt ist, hier sehen wir jetzt also kein Gas, was hier zu sehen ist, das soll kein Wasserstoffgas sein, sondern das soll die dunkle Materie darstellen, die man nicht sehen kann, die hier einfach künstlich gefärbt dargestellt ist. Eine Simulation von Volker Springel, auch aus Heidelberg ursprünglich, wo wir ja diese Vortragsreihe haben. Und was hier gezeigt ist, ist, dass die dunkle Materie sich über lange Zeit, über Millionen und Milliarden Jahre verklumpt, dichtere Stellen bildet und so ein Netzwerk fadenartig quer durchs Universum ausbildet. Und da, wo besonders viel dunkle Materie ist, da hat sich dann das Wasserstoffgas versammelt. Und nur weil die dunkle Materie es angezogen hat, hat es sich so schnell, nämlich schon nach einigen Milliarden Jahren dort versammelt. Ohne die dunkle Materie, ohne diese zusätzliche Anziehungskraft, hätte das Wasserstoffgas viel, viel länger gebraucht und bis heute wären die großen Milchstraßen wie unsere Milchstraße vielleicht gar nicht da. Im zweiten Schritt ist dann also an solche Stellen in diesem kosmischen Netzwerk der dunklen Materie das Wasserstoffgas und das Heliumgas angezogen worden. Und das sehen wir jetzt hier erneut in einer Computersimulation, wo man die physikalischen Bedingungen dargestellt hat und den Computer hat errechnen lassen, was dann passieren müsste, wenn die Anziehungskraft wirkt. Und da sieht man, aus allen Richtungen strömt Wasserstoffgas so auf einen zentralen Bereich zu, weil hier ganz viel dunkle Materie ist. Die ist hier jetzt nicht dargestellt, aber die ist hier in der Mitte. Und da wird das Wasserstoffgas hingezogen, bildet so eine rotierende Scheibe mit Spiralarmen darin, eine Milchstraße. Hier läuft es zeitlich jetzt sehr schnell. Hier vergeht ungefähr 1 Million Jahre pro Sekunde. Deswegen können wir es nicht ausführlich betrachten. Aber so ist unsere Milchstraße entstanden. In der Mitte des kosmischen Jahres, im Sommer des kosmischen Jahres ungefähr, hat sich dies alles abgespielt. Und ungefähr im August des kosmischen Jahres, ungefähr im späten Sommer des kosmischen Jahres, war unsere Milchstraße fertig. Ich habe hier im Hintergrund auch so ein Bild, das das einmal zeigt. So eine große Milchstraße, die dann fertig war und sozusagen bezugsfertig war für mögliche Lebewesen, die dann dort hätten existieren können. Jetzt geht es um die Frage, wo kommt unsere Sonne her? Natürlich ist unsere Sonne einer von 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße. Und in der Milchstraße entstehen immer noch an manchen Stellen, die man hier so als rote, kleine rote Flecken sieht, große Gaswolken, sogenannte Molekülwolken, die dann rot zu leuchten beginnen, wenn darin Sterne entstehen. Das sind die Orte, wo heute in der Milchstraße sich neue Sterne bilden. So auch vor 5 Milliarden Jahren, als die Sonne entstand. Hier zeige ich erneut eine Computersimulation von Matthew Bate,
University of Exeter, wo gezeigt ist, dass aus solchen Gas- und Molekülwolken, die jetzt hier rot eingefärbt sind, eigentlich sind die dunkel und undurchsichtig, rot eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit, aus Verklumpungen in solchen größeren Gaswolken jetzt sehr viele Sterne als kleine weiße Punkte gezeigt, gemeinsam als Gruppen entstehen. Aus einer großen Molekülwolke, die tausendmal und mehr schwerer ist als unsere Sonne, entstehen hunderte Sterne als Gruppen, als Sternenhaufen, wie der Astronom ganz unromantisch dazu sagt. Und unsere Sonne war da so ähnlich mit dabei, so ähnlich. Im Einzelnen hat es ein bisschen anders ausgesehen. Wahrscheinlich sah der Ort der Entstehung unserer Sonne so aus, wie in diesem Foto der ESO, der Europäischen Südsternwarte. Man sieht hier so eine Gaswolke im All, darin ein großer, hell leuchtender Sternenhaufen. Das sind Sterne, die bereits zuvor aus diesem Gas entstanden sind. Und wenn wir jetzt einmal heranvergrößern, hier diesen Bereich genau in der Mitte im Detail herausvergrößern, dann sehen wir hier oben so kleine Verklumpungen, Globulen nennt der Fachmann das, Orte besonders dichten Gases, aus denen ein Stern wie die Sonne entstehen kann. Und was passiert ist, ist nun Folgendes. Ein Stern hier im Zentrum der ganzen Anordnung ist in einer Supernova explodiert. Die Supernova-Schockwelle ist gegen diesen Rand, gegen diese Globulen gestoßen, dagegen gelaufen, hat die komprimiert dadurch. Und dadurch ist der Sternentstehungsprozess in diesen Globulen gestartet worden. Und wir wissen ganz genau, wann das im Fall unserer Sonne, wo das ganz ähnlich hier ausgesehen hat, gewesen ist. Das war vor 4,567 Milliarden Jahren. Die meisten Zahlen kann man sich nicht so einfach merken, aber diese hier ist einfach. Wenn Sie schauen auf die Ziffernfolge 4, 5, 6, 7, kann man sich einfach merken. Vor 4,567 Milliarden Jahren im kosmischen Jahr am 1. September gegen 15 Uhr. Wir wissen es auf die Stunde genau, nicht 16 Uhr, nicht 14, 15 Uhr ist die Sonne entstanden in so einer kosmischen Gegend. Woher wissen wir das so genau? Aus dieser Supernova, die ja Material in der Schockwelle hier hin transportiert hat und auch in die Sonne, in die neue Sonne hinein und in die dort entstehenden Planeten hinein transportiert hat, finden wir heute noch Überreste, chemische Elemente, radioaktive Substanzen, anhand derer man genau das Alter bestimmen kann, den genauen Zeitpunkt, wie lange ist es her, als das Ganze begonnen hat, als dieses Material aus der Supernova zu uns kam. Daher wissen wir es so genau. So wird es in einer künstlerischen Darstellung ausgesehen haben. Die Globule ist dunkel im Inneren, fürs Auge erstmal unsichtbar, bildet sich ein sogenannter Protostern. Darum herum kreisen Gase und kosmische Staubteilchen in einer riesigen, gewaltigen Scheibe. Und das ist der Ort, wo dann später die Erde entstehen sollte. Auch das kann man in Computersimulationen nachstellen. Wir sehen hier solche Bilder oder Zeitausschnitte von solchen Computersimulationen, die zeigen, wie sozusagen der Protostern sich im Zentrum bildet, aber auch wie ein Teil der Materie senkrecht nach oben in sogenannten Jets nach oben und unten wieder herausschießt. Und das kann man auch auf Fotos, zum Beispiel wie hier des Hubble-Weltraumteleskops, sehen. Man sieht hier so eine Globule, in der jetzt gerade schon ein Protostern sich befindet, der entsteht. Und man sieht hier, wie die Jets zu beiden Seiten gewissermaßen Leuchtfeuer, die anzeigen, hier entsteht gerade ein Stern. Da können wir live bei zuschauen. Der Prozess dauert lang, hunderttausende Jahre. Wir können nicht abwarten, bis er fertig ist. Dafür werden wir leider nicht alt genug. Aber wir können den Prozess Schritt für Schritt, Stück für Stück sehen und dann zusammenpuzzeln in Gedanken. So macht es der Astronom. Und jetzt kommen wir zum dritten Kapitel der Erde. Die Erde entstand als Beiwerk der Entstehung der Sonne. In einer sogenannten protoplanetaren Scheibe um die junge Sonne herum. Wir sehen hier Detailvergrößerungen aus dem berühmten Orionnebel, eine andere Gegend, in der Sterne entstehen. Fotos des Hubble-Teleskops erneut als leuchtender Punkt in der Mitte, der neue Stern. Außen herum als dunkle Silhouette diese Scheibe aus kreisenden Staubteilchen, in der dann Planeten entstehen können. An dieser Stelle vielleicht nicht in jeder protoplanetaren Scheibe entstehen Planeten, aber bei uns war es sicherlich natürlich der Fall, sonst wären wir heute nicht hier. Und auch das kann man wiederum in Computersimulationen nachbilden, weil die Beobachtungen, die Teleskope es bisher nicht so genau zeigen. Das nächste Weltraumteleskop, es soll im Dezember dieses Jahr starten, der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops, das James Webb Space Telescope, wird genau auf solche Orte schauen und diesen Schritt der Planetenentstehung sehr viel genauer betrachten. Bisher können wir es nur in Computersimulationen so genau zeigen wie hier. Und das ist eine Computersimulation von Hubert Klar vom Max-Planck-Institut in Heidelberg, also genau um die Ecke vom Haus der Astronomie, das diese Vortragsreihe betreut.
Nachdem die Supernova da drauf stößt, nach 100.000 Jahren, nach 4 Minuten im kosmischen Jahr, haben wir diese Anordnung. Die Globule ist verschwunden. Wir sehen die protoplanetare Scheibe um den Stern herum. Und wir sehen hier auch bereits, dass da Planeten entstehen. Einer ist hier schon entstanden. In unserem Sonnensystem war es der größte Planet, der Jupiter, der zuerst entstand und so eine Lücke in dieser Scheibe bildete, indem er das Gas, aus dem die Scheibe bestand, aufsog, an sich zog und dadurch dann eben diese Lücke bewirkte. Kleinere Planeten wie die Erde entstehen hier näher dran an der Sonne und das ist ein Prozess in mehreren Schritten, den ich Ihnen einmal kurz zeigen möchte. Am Anfang stehen mikroskopisch kleine Staubkörnchen. Das ist das Einzige, was es zu Anfang gab. Staubkörnchen und Gasmoleküle. Aber sehr schnell im kosmischen Jahr, nur wenige Sekunden, einige hundert Jahre in Wirklichkeit, haben sich daraus dann größere Kügelchen, größere Flocken gebildet, wie hier im Bild gezeigt. Und diese Flocken können wir heute noch sehen in manchen Meteoriten. Sie wissen ja vielleicht, Meteoriten, Steine, die aus dem Sonnensystem herunter auf die Erde fallen und dann auf der Erde gefunden werden können. Manche von denen, wenn man die aufschneidet, zeigen ein Muster wie hier im Bild mit kleinen Kügelchen darin. Diese kleinen Kügelchen waren ursprünglich eigenständig herumfliegende Kügelchen, Chondren genannt. Und das sind genau diese Flocken. Die sind irgendwann aufgeheizt worden, geschmolzen und dann zu kleinen Gesteinskügelchen, ein paar Millimeter groß, erstarrt. Das ist die älteste feste Materie im Universum, im Sonnensystem. Die älteste feste Materie im Sonnensystem, die dann später Klumpen gebildet hat. Aus diesen Klumpen wurden in ungefähr einer Minute des kosmischen Jahres solche sogenannten Planetesimale, also quasi kleine Asteroiden. Das hier ist kein solcher Planetesimal, das ist ein heutiges Pendant, aber die werden damals ganz ähnlich ausgesehen haben. Im dritten Schritt, es hat dann einige Stunden bereits gedauert, also die Zeitskalen werden länger, Sekunden, Minuten, Stunden, haben sich aus diesen kilometergroßen Planetesimalen dann 1000 Kilometer große Protoplaneten, kugelrunde Gebilde geformt. Und im letzten Schritt, davon gab es dann einige Dutzend, vielleicht 40, 50 im Sonnensystem, 40, 50 große, 1000 Kilometer große Kugeln. Im letzten Schritt sind die dann kollidiert. Das dauerte lang, Millionen von Jahren, ein ganzer Tag im kosmischen Jahr, bis aus diesen etwa 40, 50 Protoplaneten dann die wenigen großen Planeten, die wir heute haben, die 8 Planeten oder die 4 irdischen inneren Planeten geworden sind. Das hier ist eine Grafik, ein Szenenbild aus unserer Vorführung. So wird es bei der Erde früher ausgesehen haben, bei der Entstehung der Erde, die Protoerde, die Urerde, ein großer Gesteinsklumpen, oft von Einschlägen aus dem All getroffen. Das ist ein Zwischenschritt der Entstehung unserer Erde. Der letzte Schritt war allerdings, wie gesagt, dass sie mit mehreren gleich großen Protoplaneten kollidiert ist. Die letzte große Kollision fand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren am 2. September, später Nachmittag im kosmischen Jahr, statt. Auch hier ein Szenenbild aus unserer Vorführung. Die Erde war fast so groß wie heute, aber noch nicht ganz so groß. Und ein zweiter, großer, etwa so groß wie der Mars, ein zweiter Himmelskörper kam angeflogen, stieß dagegen seitlich. Glücklicherweise nicht frontal, sonst wäre nichts übrig geblieben vielleicht. Seitlich. Und auch das wurde im Computer nachgebildet, wie hier in dieser Simulation. Und das meiste Material fällt zurück auf die Erde. Sie erhält ihre heutige Größe. Ein kleinerer Teil sammelt sich im Erdorbit und bildet den Mond. Und auf dem Mond haben die Apollo-Astronauten wiederum Gesteine gefunden, die Hinweise darauf geben, dass das tatsächlich so gewesen ist. Daher zeige ich hier den Astronauten am Bildrand. Wir haben jetzt also vor 4,5 Milliarden Jahren, Anfang September im kosmischen Jahr, Erde und Mond fertig. Jetzt braucht es nur noch das Leben auf der Erde, damit wir Menschen letztlich am Ende herauskommen konnten. Die frühe Erde wird vielleicht ungefähr so ausgesehen haben wie ein Blick auf den Pazifik. Es wird viel dunstiger gewesen sein, die Atmosphäre war noch nicht so klar. Und es gab vor allem noch keine Kontinente auf der Erde, sondern nur kleine Vulkaninseln wie die Hawaii-Inseln hier. Das heißt, ein typisches Landschaftsbild auf der frühen Erde könnte vielleicht so ausgesehen haben, Vulkaninseln. Hier wieder ein Szenenbild aus unserer Vorführung, daher hier unser Blick in den Planetariumsraum in Münster. Und das waren so typische Landschaften. Vulkanismus spielte eine große Rolle auf der frühen Erde und vielleicht auch bei der Entstehung des Lebens. Das ist jetzt der einzige Schritt, den wir noch nicht genau verstehen, die Entstehung des Lebens. Alles davor haben die Wissenschaftler bisher gut analysiert, gut verstanden. Alles danach, ja, mehr oder weniger auch, aber dieser eine Schritt ist nach wie vor ein bisschen mysteriös. Wahrscheinlich entstand das Leben an einem solchen Ort, einem sogenannten weißen Raucher, einer Hydrothermalquelle tief am Meeresboden. Weißer Raucher deshalb, weil die
Dinger weiß sind und so rauchartige Substanzen ins Wasser aufsteigen lassen, bei denen es sich eigentlich nicht um Rauch handelt, sondern um mineralreiches, warmes Wasser. Das war Mitte September im kosmischen Jahr. Das Leben könnte auch an anderen Orten entstanden sein. Wir wissen es bisher nicht genau. Es gibt viele mögliche Orte, ich liste hier einige auf, aber dieser Ort ist der, aus Sicht vieler Wissenschaftler, der wahrscheinlichste Ort einer solchen Entstehung des Lebens. Wie genau das abgelaufen ist, ein mögliches Szenario, wie gesagt, zeige ich jetzt, ein mögliches Szenario. Wir sehen hier wiederum im Planetariumsfilm, dass dieser weiße Raucher aus, wir sind jetzt im Inneren, haben das in Gedanken aufgeschnitten und sehen, dass der aus vielen mikroskopisch kleinen Kammern, so einen Mikrometer groß oder noch kleiner besteht. Und darin, diese Strukturen bestehen aus Eisen- und Schwefelmolekülen und darin können sich jetzt Moleküle wie Aminosäuren, wie Nukleinsäuren, also die Moleküle des Lebens, könnte man sagen, bilden und lange Ketten bilden, Polymere, wie zum Beispiel die Ribonukleinsäure, RNS, die für die Erbinformation wichtig ist im heutigen Leben. Die RNS wird mit Aminosäuren zusammengewirkt haben, um dann eine Bauanleitung zu werden für Ketten von Aminosäuren, für Eiweißmolekülen. Und auf diese Weise wird sich dann im Laufe von Jahrtausenden bis Jahrmillionen in solchen Kammern des weißen Rauchers immer kompliziertere Moleküle gebildet haben, die immer komplizierter zusammengewirkt haben, bis man irgendwann ein System von Nukleinsäuren und Proteinen hatte, also ein System von mehreren solchen Molekülen, ich springe hier nochmal zurück, ein System von mehreren solchen Molekülen, die zusammenwirken und ihre sozusagen elementaren Ressourcen regenerieren konnten und die sich vervielfältigen konnten, die also alles, was in einer Kamera war, quasi kopieren und in die andere herüberschaffen konnten. Nicht dadurch, dass es rübergerutscht ist, sondern dass es in der anderen Kammer nachgebaut wurde. Eine kopierbare Bauanleitung. Und das war das erste Lebewesen vermutlich. Das erste Lebewesen war der Inhalt einer solchen Kammer, noch ohne eigene Haut, noch ohne eigene Hülle. Die Hülle war die Kammer. Und erst dann haben manche dieser frühen Lebewesen eine Hülle gebildet und konnten damit überhaupt ins Meer hinaus gelangen. Und die heutigen Einzeller, die einfachsten Lebewesen, gibt es in zwei Varianten, zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Hüllen. Das ist ein Punkt, den man sich am besten erklären kann, wenn man davon ausgeht, dass das erste Lebewesen gar keine Hülle hatte. Und wie kann das sein? Naja, nur wenn es in einer solchen Kammer existierte. Das ist also einer der Gründe, es gibt viele andere Indizien, die darauf hindeuten, das wahrscheinlichste Szenario für die Entstehung des Lebens. Danach hat das Leben sich natürlich weiterentwickelt, verschiedene Änderungen durchgemacht. Heute gibt es unglaublich viele Arten und verantwortlich ist letztlich ein Mechanismus des Lebens, die Mutation, also die DNS, die Erbinformation speichert, ändert sich durch zufällige Fehler, durch zufällige Änderungen. Aber weil da ja die Informationen drinstehen, der Bauplan für das Lebewesen, wird eine Änderung hier auch bewirken, dass das Lebewesen ein bisschen anders aussieht, andere Eigenschaften bekommt. Und diese Eigenschaften wiederum, die können sich jetzt bewähren oder nicht. Wenn es eine Eigenschaft ist, die dazu führt, dass das Lebewesen zum Beispiel früh stirbt oder wenig attraktiv für seine Zeitgenossen ist, dann wird es weniger Nachkommen geben. Und dann werden diese neuen Eigenschaften wieder verschwinden. Ist das dagegen ein neues Merkmal, das hilfreich ist, also dass dadurch, dass das Lebewesen zum Beispiel länger lebt oder in der heutigen Zeit attraktiver für seine Zeitgenossen ist, dann wird die neue Eigenschaft sich verbreiten und sich durchsetzen und dann gibt es eine neue Art auf einmal oder im Laufe nach vielen Generationen natürlich nicht auf einmal, eine neue Art mit eben diesen Eigenschaften. Das ist der Effekt Mutation und Selektion, der zu neuen Lebewesen führt oder zu neuen Arten führt. Und ein wesentlicher Effekt war die Photosynthese, dass auf einmal Lebewesen das Licht nutzen konnten, um sich zu ernähren. Das waren anfangs solche Grünalgen, die dann Sauerstoff erstmals in die Atmosphäre freisetzten. Und auch das kann man heute nachweisen in der Geologie durch bestimmte Gesteinsschichten, wo man das ablesen kann. Bisher reden wir nur von einzelligen Lebewesen. Pflanzen und Tiere gab es erst Mitte Dezember im kosmischen Jahr, vor ungefähr 600 Millionen Jahren. Hier sehen wir die wesentlichen Arten des Lebens, die wesentlichen grundlegenden, also ein Stammbaum des Lebens, die wesentlichen Typen von Lebensformen. Das sind alles Einzeller. Nur zwei dieser kleinen Zipfel hier unten sind Pflanzen und Tiere. Also alle Lebewesen, die man ohne Mikroskop sehen kann, sind nur dieser kleine Zipfel hier unten. Die einfachsten Pflanzen sind zum Beispiel solche Zusammenwirkungen, also es geht darum, dass mehrere Zellen jetzt zusammenwirken mussten, um Pflanzen und Tiere zu bilden. Bei Pflanzen in dieser Form, bei Tieren, das findet man in manchen Fossilien, ganz fremdartige Arten von Tieren waren die ersten vor etwa 600 Millionen Jahren, wie in diesem Beispiel hier, die ersten mehrzelligen Lebewesen.
Im Zeitalter des Kambrium, vor etwa 500 Millionen Jahren, war Deutschland vom Meer bedeckt. Es gab viele seltsam erscheinende Lebewesen, wie hier gezeigt, darunter aber auch der Urahn aller Wirbeltiere. Also unser Vorfahr in der damaligen Zeit, wenn man zurückgehen könnte auf die heutige Zeit, der hätte damals ungefähr so ausgesehen, am 18. Dezember morgens. Die Lebewesen, die Wirbeltiere gingen an Land am 21. Dezember des kosmischen Jahres. Die Pflanzen ungefähr auch zur gleichen Zeit. Es gab anfangs noch keine Bäume, einfache Gewächse. Im Carbonzeitalter, 23. Dezember im kosmischen Jahr, gab es riesenhafte Insekten. Auch bei uns hier in Deutschland sah es aus wie in einem tropischen Dschungel. Es war ein tropischer Dschungel bei uns in Deutschland. Die ersten Reptilien, die ganz ohne Wasser, also nicht ohne Wasser, aber ohne im Wasser zu leben, ganz an Land leben konnten, das war am 23. Dezember. Warmblütige Tiere, die wie wir Säugetiere heute eben, auch unabhängig von der Temperatur draußen, ich sag mal, auch im Winter sich bewegen konnten, ohne einzufrieren, das waren einerseits die Dinosaurier, andererseits die Säugetiere, wie gesagt, gab es zu Weihnachten oder kurz danach, quasi das Weihnachtsgeschenk des kosmischen Jahres, die warmblütigen Tiere. Dann gab es einen wesentlichen Einschnitt. Es gab immer wieder Ereignisse, bei denen sehr viele Tiere, Tierarten, Pflanzenarten ausstarben, sogenannte Massensterben, mehrfach im Laufe der Erdgeschichte. Das letzte allerdings war vor 66 Millionen Jahren. Ein Asteroid schlug auf der Erde ein mit der Energie von Millionen von Atombomben, wurde alles vernichtet in der Gegend, der er einschlug. Und auf der ganzen Erde wurde es dunkel, dadurch, dass sich Asche über die ganze Erde in der ganzen Atmosphäre legte. Wir sehen das hier einmal im Filmausschnitt aus unserer Vorführung, im Planetariumsvorführung, wie hier der unglückliche T-Rex sein Schicksal kommen sieht und noch nicht ganz versteht, was los ist. Damals starben die Dinosaurier aus und mit ihnen etwa ein Drittel aller Arten. Und es begann die Zeit, in der die Säugetiere, unsere Vorfahren, sich dann in unterschiedliche ökologische Nischen ausbreiteten und das Vakuum, was die Dinosaurier hinterließen, gewissermaßen ausnutzten. Wir kommen also hier ein möglicher Vorfahr der Affen und damit von uns Menschen. Am 30. Dezember gegen 12 Uhr mittags sind wir jetzt schon. Und auch das können natürlich Paläontologen anhand der Fossilien genau nachvollziehen. Der Mensch selber ist ein ganz bisschen, ich will nicht sagen rätselhaft, aber vom Stammbaum her nicht ganz so perfekt verstanden wie manch andere Tierarten. Der Stammbaum des Menschen, hier einmal grafisch gezeigt, ist nicht ganz so geradlinig und klar. Man kann nicht genau sagen, wir sind von der Art und der Art abgestammt. Natürlich haben wir eine gerade Linie von Vorfahren, aber es gibt so wenig Fossilien, dass man eben bisher nicht exakt weiß, wer, wie, wo, wann, wie zusammenhing. Auf jeden Fall ist es klar, erst am 31. Dezember 19.30 Uhr des kosmischen Jahres trennten sich Schimpansen, also die Vorfahren der Affen, von unseren Vorfahren des Menschen. Das war quasi zu Beginn der Silvesterparty, könnte man sagen, begann das erst. Als die Silvesterparty voll im Gang ist, 21 Uhr, begann dann der aufrechte Gang bei den ersten Vormenschen. Der Australopithecus oder Homo habilis ist das Gleiche. Nutzte eineinhalb Stunden vor Mitternacht, also 90 Minuten mitten während der Silvesterparty, die ersten Werkzeuge. Der Homo erectus eine Stunde vor Mitternacht, die ersten Gäste haben vielleicht schon einen über den Durst getrunken, hat den Anfang der Sprache, nutzt das Feuer, verlässt Afrika als erste Menschenart. Der Homo heidelbergensis, passend zum Ort des heutigen Vortrags, eine halbe Stunde vor Mitternacht ist er unterwegs, auch in Europa, der Vorfahr des Neandertalers, die erste Menschenart wahrscheinlich in Europa. Der Neandertaler, Homo neandertalensis, 12 Minuten vor Mitternacht, also der Sekt wird eingeschenkt, der Neandertaler kommt. Und der Homo sapiens, 200.000 Jahre, 8 Minuten vor Mitternacht, sozusagen als letzter Gast auf unserer Silvesterfeier, könnte man sagen. Der Mensch breitete sich auf alle Kontinente aus, der Homo sapiens wohlgemerkt, in Grün und Gelb und so weiter, da war auch schon der Homo erectus gewesen, andere Menschenarten, weiß, das ist das Territorium des Homo sapiens allein. In Europa traf der Homo sapiens auf den Neandertaler, vermischte sich mit ihm. Also was uns Europäer von Afrikanern oder Asiaten unterscheidet, ist, dass wir Neandertaler, 5% Neandertaler-DNS in uns haben. Dann die letzte Folie meines Vortrags. 2 Minuten vor Mitternacht, die ersten, die zu schnell sind, stoßen schon an, feiern schon. Der Homo sapiens vermischt sich in Europa mit dem Neandertaler. Eine Minute vor Mitternacht, nur noch der Homo sapiens ist übrig. Und es finden sich die ersten kulturellen Zeugnisse, Kunst, Höhlenmalerei zum Beispiel, die ersten festen Bauten, 30 Sekunden vor Mitternacht. Hier ein Tempel in der heutigen Türkei,
Erst wurden die ersten Tempel gebaut, danach begann erst der Ackerbau vor etwa 10.000 Jahren. Der Beginn der Astronomie, ganz interessant für uns hier natürlich, das Sonnenobservatorium von Goseck in Deutschland. Also man kann sagen, mit ein bisschen Augenzwinkern, dass der Beginn der Astronomie bei uns in Deutschland war, 15 Sekunden vor Mitternacht. Hochkultur, Schrift, Pyramiden, ganz klar, 12 Sekunden vor Mitternacht, die Zeitenwende 5 Sekunden. Die Erde kreist schon immer um die Sonne, aber wir wissen das seit einer Sekunde vor Mitternacht. Und letzter Schritt mit Bezug zum Ort des Vortrags, vor 0,1 Sekunden, vor 50 Jahren, Eröffnung des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Damit bin ich am Ende angelangt. Die Folie überspringe ich jetzt mal und sage vielen Dank. Haben Sie noch Fragen zum Thema? Vielen Dank fürs Zuhören. Die letzte Folie wäre übrigens, das kann ich noch kurz dazu sagen, so eine Betrachtung gewesen, wenn man das Universum neu starten könnte, einen Reset-Knopf drücken könnte, wäre dann alles nochmal so gekommen wie heute mit der Antwort, na, vermutlich ja. Nicht, dass wir Menschen genauso ausgesehen hätten, aber dass wieder intelligentes Leben entstanden wäre. Wir haben einige Fragen und die beantworte ich jetzt. Die werden mir hier im Chat hereingepostet. Und die erste Frage lautet, welche Wellenlänge hatte das Licht kurz nach dem Urknall? Naja, es war unmittelbar, also zu dieser Zeit 380.000 Jahre nach dem Urknall, als das Licht sich dann frei bewegte durchs All, das war so eine Mischung eines einige tausend Grad warmen, also wie so eine Sternoberfläche im Grunde, so 5000 Grad, 6000 Grad, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber so etwa. Davor war das Licht höher energetisch und kurzwelliger, also wenn man jetzt einige Minuten nach dem Urknall, einige Stunden nach dem Urknall geschaut hätte. Aber ich glaube, das war bei der Frage nicht gemeint. Ne? Also dieses Urlicht, was dann die Hintergrundstrahlung quasi startete, wenn man so will, für die Experten, das war von der Temperatur her so wie eine typische Sternoberfläche, größenordnungsmäßig. Zweite Frage, die ich vorlese, inwiefern hat die dunkle Materie dazu beigetragen, dass es uns gibt? Naja, sie hat bewirkt, sie war der Kondensationskeim für die Entstehung der Galaxien. Ohne dunkle Materie wären die Galaxien erst viel später entstanden, vielleicht bis heute nicht. Und die dunkle Materie hat schlicht und einfach dazu geführt, dass die Galaxien schneller entstehen. Und damit dann auch die Sonne früher da war und damit auch wir dann früher da waren. Also sie hat nicht direkt für unsere Entstehung beigetragen, aber sie hat das Fundament, den Bau des Fundaments stark beschleunigt, um Faktor, keine Ahnung, 5, 6 oder mehr. Die nächste Frage lautet, wie ist es möglich, dass supermassive schwarze Löcher schon so früh nach der dunklen Ära des Universums entstehen konnten? Sehr schön, das habe ich ja im Vortrag gar nicht erwähnt. Ich habe ja die zentralen schwarzen Löcher der Galaxien gar nicht erwähnt. Jede Galaxis hier auch diese, hat genau im Zentrum ein sogenanntes supermassereiches, nicht supermassives, supermassereiches schwarzes Loch. Auf Englisch supermassive, korrekte deutsche Übersetzung, supermassereich. Das weiß man nicht bisher. Die Frage ist, wie konnten diese schwarzen Löcher, die Milliarden Sonnenmassen schwer sind oder groß, massiv sind, massereich sind, ich sage selber schon falsch, wie konnten die so schnell entstehen, dass sie quasi direkt nach dem Urknall, direkt als Teil der, wenn man so will, Grundausstattung der ersten Galaxien schon da waren, ist bisher nicht klar. Bin ich auch kein Experte auf dem Bereich, da verweise ich gerne auf Fachkollegen, die hier in dieser Vortragsreihe entweder schon dazu vorgetragen haben oder noch vortragen werden. Schauen Sie gerne ins YouTube-Archiv der Vortragsreihe, da gibt es vielleicht die Antwort. Und auch das James-Webb-Teleskop, das am 22. Dezember starten soll, der Start ist gerade noch mal für 4 Tage verschoben worden, wird sich auch solchen Beobachtungen in etwa einem halben Jahr, wenn da der Beobachtungsbeginn ist, annehmen. Also vielleicht fragen Sie in einem halben Jahr noch mal, dann gibt es dazu schon spannende Neuigkeiten, finde ich. Nächste Frage. Welche Eigenschaften der dunklen Materie setzt man für die Simulation voraus? Auch da muss ich sagen, sorry, das ist ja kein Fachvortrag über dunkle Materie. Tatsächlich geht man von sogenannter kalter dunkler Materie aus in diesen Simulationen. Das heißt, dunkle Materie, die eben ausreichend kleine Strukturen überhaupt zulässt, entsprechend schwere Teilchen der dunklen Materie. Das ist der wesentliche Punkt. Es gibt verschiedene Arten von dunkler Materie, die man anfangs vor Jahrzehnten postuliert hat. Auch heiß, sondern der heiße dunkle Materie wäre möglich gewesen. Von der geht man also nicht aus in der Regel, weil es sehr viele Beobachtungen gibt, die inzwischen längst zeigen, es muss solche kalte dunkle Materie sein. Und natürlich geht man davon aus, dass, wie das bei der dunklen Materie sein muss, sie natürlich nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt, einander selbst nicht stark spürt, eben nur über die Gravitation auch miteinander, mit den eigenen Teilchen wechselwirkt. Davon geht man aus, aber die genauen Details, ich weiß noch nicht, was jetzt die Frage ist oder worauf die Frage sich genau bezieht, kann ich da an der Stelle jetzt nicht beantworten. Aber die nächste Frage ist direkt dazu.
Wovon lässt sich denn die dunkle Materie so beeinflussen, damit sie sich verklumpt? Naja, von der Schwerkraft. Es ist einfach nur die Schwerkraft. Man braucht nichts weiter als dunkle Materie und Schwerkraft. Das lässt man. Das Kochrezept könnte lauten, nehme so und so viel dunkle Materie pro Kubiklichtjahr, stelle sie hin, schalte die Schwerkraft an, lasse das Ganze 5 Milliarden Jahre lang stehen. Ergebnis, Galaxien. Das ist nur die Schwerkraft. Eine weitere dunkle Materiefrage wäre auch okay, wurde ich gerade aus der Regie gefragt, aber kann man der dunkle Materie eine Temperatur zuschreiben oder berechnen? Ja, kann man wohl, aber nein, kann man auch wieder nicht. Nee, kann man nicht, eigentlich nicht, nicht sinnvoll jedenfalls, denn Temperatur meint ja, die mittlere Energie der Teilchen in einem System basieren auf der Tatsache, dass die stoßen und miteinander wechselwirken, und das ist ja hier gerade nicht der Fall bei der dunklen Materie. Aber ganz ernsthaft, ich bin kein Experte für dunkle Materie. Wenn Sie es genauer wissen wollen oder besser begründet haben wollen, also von mir nur, nein, kann man nicht, aber warum nicht und wieso nicht, fragen Sie lieber die Experten. Ich bin sozusagen der astronomische Allgemeinarzt heute und nicht der Spezialist für Fragen der dunklen Materie und Beschwerden damit. Siebte Frage, nimmt die Sternentstehung in unserer Milchstraße mit der Zeit immer mehr ab? Ja, tut sie. Die Sternentstehung nimmt seit dem Urknall immer weiter ab. Also wenn jemand eine Milliarde Jahre nach dem Urknall gelebt hätte und dann gesagt hätte, Mensch, wie schön das hier ist, überall diese prachtvolle Sternentstehung um mich herum, und der würde heute leben, der würde sagen, Gottes Willen, das ist ja nichts mehr los heute. Warum können die denn nicht mehr? Weil es immer weniger Gas gibt. Das Gas geht bei diesen Kollisionen der Milchstraße nach und nach verloren, wird immer mehr in Sterne umgesetzt und die Sternentstehungsrate geht immer mehr runter. Lokal kann die auch nochmal wieder hochgehen. In einigen Milliarden Jahren wird unsere Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen. Die werden verschmelzen zu einer noch größeren. Dabei wird dann, immer wenn zwei sich treffen, wird Gas massiv komprimiert, also in großen Mengen komprimiert, in großer Menge Sternentstehung ausgelöst. Dann wird die Sternentstehung noch einmal wieder zunehmen. Aber der generelle Trend ist absinkend. Entschuldigung. Achte Frage, gibt es auf dem Mond durchschnittlich mehr Eisen oder schwere Elemente, wie Gold zum Beispiel, als auf der Erde? Antwort, nein, genau umgekehrt. Es gibt weniger schwere Elemente, denn der Mond ist im Wesentlichen aus dem Material, das außen auf unserer Erde und außen auf diesem einschlagenden Körper war, entstanden. Und schwere Elemente, die haben sich bei dieser Kollision dann nach innen bewegt und sich eher in den Kern, in den Mantel bewegt. Und der Mond, der mehr so oben abgeschöpft wurde, vereinfacht gesagt, der hat eben weniger schwere Elemente als unsere Erde. Neunte Frage, wie entstand das Magma? Die Frage verwirrt mich, weil also Magma entsteht natürlich immer, wenn man Gestein erhitzt. Und von daher lautet die Frage, warum war es denn überhaupt heiß? Wo kam die Hitze her? Und die Hitze kommt aus der potenziellen Energie, physikalisch gesprochen. Was ich tue, ist ja, ich habe mehrere kleine Klumpen, Kilometer große Planetesimale, die ziehen einander an, stoßen zusammen. Und dabei wird es, das kann man sich ganz einfach vorstellen, beim Zusammenstoß warm. Und später haben wir dann diesen ganz großen Körper, der immer noch weitere anzieht, die draufstürzen und dadurch noch mehr Wärme drauf platzieren, drauf positionieren. Und physikalisch ist das nichts weiter als die potenzielle Energie, die aus der Ferne kommenden Körpers, der sozusagen durch das Angezogenwerden dann immer schneller wird, dann draufstürzt, dann das Ganze natürlich in Wärme umwandelt und dadurch habe ich dann die Wärme des Magmas. Ein weiterer Effekt ist, dass, wenn ich einen großen Planeten habe, im Inneren auch sich radioaktive Elemente sammeln, die durch Zerfall Hitze produzieren und dadurch auch das Ganze, ja, wenn man so will, warm und flüssig halten im Inneren. Also jeder große Himmelskörper hat eben so ein Magma im Inneres und das kommt einerseits durch die Hitze der Entstehung, die im Inneren konserviert ist, weil so ein Planet ist richtig sozusagen wärmedicht und kann auch Hitze aus der Entstehungszeit durchaus bewahren und aus dem radioaktiven Zerfall. Zehnte Frage. Könnte das Leben nicht aus einem anderen Sternensystem kommen? Beziehungsweise können Vorstufen der Moleküle des Lebens auch von anderen Himmelskörpern auf die Erde gekommen sein? Das sind ja zwei Fragen. Die erste Frage, leider nein, wahrscheinlich nein. Es gibt die Theorie, dass Lebensformen möglicherweise durchs All zur Erde kommen könnten. Das ist im Prinzip auch möglich. Würde auf dem Mond was leben, dann könnte das Leben vom Mond zur Erde kommen. Dadurch, dass ein Einschlag da einen Stein rausschmeißt, in dem Stein eine Mikrobe drin ist, durchs All fliegt, auf der Erde landet, voilà. Man weiß, dass Mikroben so einen Flug in einem Stein durchs All überleben könnten. Von daher ist es möglich, dass auch vom Mars Leben zur Erde gekommen sein könnte. Oder umgekehrt, von der Erde zum Mars. Das ist möglich. Aber nicht von einem Sternsystem zum anderen. Dafür sind die Distanzen wiederum zu groß. Vielleicht wäre es möglich gewesen, wenn die Sterne einander früher sehr nahe gewesen wären, in so einem Sternenhaufen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also innerhalb des Sonnensystems von Planet zu Planet, ja. Zwischen zwei Sternen, zwischen zwei Sonnensystemen, theoretisch möglich, aber praktisch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Die andere Frage war jetzt, Moleküle, Vorstufen des Lebens. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt solche Moleküle, von denen da die Rede ist, an vielen Stellen im All, Aminosäuren oder andere Moleküle, die da eine Rolle spielen können, findet man schon im interstellaren Medium. Die können sich dann in dieser Scheibe anreichern, die können dann konserviert werden in eisigen Planetesimalen zum Beispiel, in Kometenkernen und können dann auf die Erde gelangen sein. Und das ist durchaus möglich, dass ein Meer an solchen Grundsubstanzen auf die Erde, also ein Meer mit H, M, E, E, H, H, R, eine zusätzliche Menge solcher Grundsubstanzen daher auf die Erde gekommen ist. Ja, das ist möglich, auf jeden Fall. Da geht man sogar von aus. So, dann kommen wir zur 11. Frage. Kann man die Evolution wirklich und ausschließlich durch spontane Mutationen erklären? Nein, kann man nicht. Die anfängliche Evolution, ja. Einen Schritt habe ich weggelassen aus Zeitgründen und den kann ich hier gerade noch mal zeigen. Mehrzellige Lebewesen nicht einfach so entstehen, sondern dass die sogenannten eukaryotischen Zellen dafür eine wesentliche Rolle spielen. Also alle Pflanzenzellen, alle tierischen Zellen sind Zellen mit einem sogenannten Zellkern, mit einem komplexen inneren Aufbau, bestehend aus Organellen. Das sind hier diese Untereinheiten in den Zellen. Und das sind tatsächlich Zellen, die in so einer Art Symbiose zusammenarbeiten. Also das hier waren früher mal eigene Lebewesen, die dann irgendwann sich entschlossen haben, scherzhaft gesagt, Teil eines größeren Ganzen zu werden, zum gegenseitigen Vorteil. Und jetzt bei jeder Zellteilung, jeder unserer Körperzellen einfach so weitergegeben werden und gar nicht mehr eigenständig existieren. Und dadurch ist passiert, dass diese Zellen viel komplizierter werden konnten, einen viel höheren Energieumsatz haben konnten, dadurch wiederum viel komplexer werden konnten, ein größeres Genom verwalten konnten, jetzt für die Experten, und dadurch erst so komplexe Dinge möglich wurden, wie zum Beispiel sexuelle Fortpflanzung. Also frühe Mikroben konnten nur Punktmutationen, konnten nur Kopierfehler, konnten nur solche Dinge, spontane Mutationen, aber beim heutigen Leben ist es nicht mehr die spontane Mutation, die das Ausschlaggebende ist, sondern beim heutigen Leben ist es die sexuelle Fortpflanzung, bei der quasi als Grundprogramm Variation erzeugt wird. Ja, vorher bekam Variation nur von zufälligen Mutationen, war langsam und zufällig. Heute ist die Variation, die dann auf denen dann die Selektion arbeiten kann. Heute ist diese Variation quasi fest eingebaut in der sexuellen Fortpflanzung. Das war eine ganz wesentliche Erfindung sozusagen, ohne die wir heute nicht da wären, weil ansonsten alles zu langsam laufen würde. Ich hoffe, ich habe die Frage da gut beantwortet. Genau, wie lang war zu Beginn des Lebens ein Erdentag, lautet die 12. Frage. Die Erde verringert langsam ihre Umgehungsdrehungsgeschwindigkeit. Genau, der Tag war früher kürzer und war ungefähr 8 Stunden lang. Einfache Antwort. 13. Frage, wenn die frühe Erde noch keine Kontinente hatte, sondern nur wenige Vulkaninseln, dann muss die Erdoberfläche recht flach gewesen sein. Die Wassermenge war ja nicht größer als heute. Stimmt, weiß ich nicht, bin ich kein Experte und kein Geologe, aber ja, die tiefen Ozeanbecken, also ich vermute, dass das so war. Ja, kann ich allerdings nicht im Detail beantworten. So, jetzt die 14. Frage verwirrt mich, weil die 14. Frage lautet, sagt uns, Anführungszeichen, 2 Milliarden Jahre nur Bakterien, etwas über IT-Intelligenz oder ist ein Datenpunkt nur Ausgangspunkt für wertlose Spekulation? Ich glaube, was gemeint ist, ich versuche mal die Frage zu interpretieren, ist, dass wir eben die meiste Zeit, das sind sogar mehr als 4 Milliarden Jahre, das sind sogar 3,5 Milliarden Jahre fast, nur einzellige Lebewesen da waren oder nur Bakterien waren, ja, oder 2 Milliarden Jahre, dann waren die Eukaryoten, na, das stimmt, also 2 Milliarden Jahre nur Bakterien. Und warum ist nicht mehr passiert? Warum gab es dann diese großen Schritte später? Und die Frage meint IT-Intelligenz, also die Frage ist vielleicht so dahingehend gemeint, ob dann von außen Außerirdische eingegriffen haben und gesagt haben, den spendieren wir jetzt ein paar Eukaryoten, damit sie sich weiterentwickeln können. Ich glaube, so ist die Frage gemeint. Und da muss ich sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, was wir da sehen, warum? Also die Frage lautet, warum ist Milliarden Jahre lang nichts Großes passiert, gefühlt nichts Großes, nur Einzeller, und dann hatten wir erst Pflanzen und Tiere. Und ich glaube, was diese Frage vergisst, sind 2 Dinge. Erstens, wir hatten anfangs nur diese Punktmutation, nicht so richtig sexuelle Fortpflanzung. Das heißt, es ging einfach langsamer. Man war halt einfach nur im ersten Gang unterwegs und richtig hochschalten und Rennwagen fahren in der Evolution konnte man erst, als die sexuelle Fortpflanzung da war. Ja, die sexuelle Fortpflanzung ist der Rennwagen der Evolution, wenn man so will. Und das Zweite ist, es hat sich ja durchaus viel getan. Ja, die Bakterien haben ja die ganz grundlegende Biochemie, die in jeder Zelle unseres Körpers funktioniert, über die Jahrmilliarden Jahre erstmal quasi
erfunden und perfektioniert. Das sind ganz wesentliche Dinge, die passiert sind, nur eben auf einem Level, das wir mit unseren Augen und Sinnen nicht wahrnehmen. Aber wenn Sie mal einen Biochemiker fragen, was da alles passiert ist, ja, das ist ja großartig, was da abgelaufen ist. Und aus biochemischer Sicht ist das, was danach kam, das höhere Leben, die Pflanzen und Tiere, vielleicht gar nicht mehr so interessant und gar nicht mehr so, ne? Wenn der Kernphysiker sagt, die ersten 3 Minuten sind das Spannendste und der ganze Rest vom Universum ist nicht mehr so wichtig, dann sagt der Biochemiker vielleicht, die ersten 2 Milliarden Jahre des Lebens, wo die Einzeller die Grundlagen erfunden haben, sind das Spannende und die Pflanzen und Tiere sind hinterher nicht mehr so ganz spannend. Also stimmt so nicht, ne? Aber nur um so ein bisschen zu überspitzt zu formulieren, auch in den 2 Milliarden Jahren ist auch viel passiert. An einer Stelle, 15. Frage, werde ich jetzt offenbar so ein bisschen zurechtgewiesen und man merkt, dass ich hier in fremde Fachbereiche abgedriftet bin am Ende des Vortrags, nämlich die Frage ist, haben Asiaten nicht auch Neandertaler-Gene? Und ja, das scheint so zu sein, aber da meinte ich dann vielleicht eher die Abgrenzung vom Menschen in Afrika, der die Neandertaler-Gene nicht hat und vom Europäer, der sie eben hat. Und beim Asiaten, den habe ich da offenbar falsch zugeordnet, beziehungsweise, da muss ich dann zugeben, weiß ich es nicht so genau. 16. Frage, wie viel können wir von unserem Planetensystem auf andere Exoplanetensysteme übertragen? Und gemeint ist die Frage wahrscheinlich nicht so, ob wir da wirklich was übertragen können, einen Planeten rüberschaffen, sicherlich, oder Leben dahin schicken, sondern gemeint ist wahrscheinlich, ob wir, wenn wir unser Planetensystem sehen und seine Struktur uns anschauen und seine Entstehungsweise und so weiter, ob wir daraus schlussfolgern können, dass es anderswo genauso gelaufen ist. Und da würde ich sagen, ja, man kann einiges übertragen, aber natürlich nicht alles. Nur, dass wir hier heute so sind, wie wir sind, heißt nicht, dass es anderswo auch so genauso aussieht. Und das wissen wir ja. Wir kennen ja inzwischen sehr viele Exoplanetensysteme, von denen viele sehr grundlegend anders strukturiert sind oder stark anders strukturiert sind. Also man kann sicherlich übertragen die Grundmechanismen der Entstehung aus einer Scheibe, ausgehend von kosmischem Staub, mit diesen Mechanismen der Koagulation, der Agglomeration von solchen Staubflocken, nachfolgen dann die Planetesimale. Diese Grundschritte werden anderswo genauso funktionieren. Aber damit ist nicht gesagt zum Beispiel, dass das auch anderswo zu einem Aufbau mit hier die inneren Planeten, da die äußeren Planeten, wie bei uns im Sonnensystem führt. Wir wissen, dass anderswo Gasplaneten im Inneren, in dem Bereich, der bei uns das innere Sonnensystem wäre, zu finden sind. Wir wissen, dass Planeten eine Migration durchlaufen können in der Zeit, wo diese Scheibe noch da ist um den Stern herum und das auch zum Teil im Sonnensystem gemacht haben, aber in anderen Planetensystemen mit ganz anderem Ausgang. Also wir können nicht alles übertragen von uns auf andere Systeme, aber eigentlich. 17. Frage. Auf welche neue Erkenntnis durch das James-Webb-Teleskop sind Sie im Rahmen dieses Vortragsthemas persönlich besonders gespannt? Oh ja, sehr gute Frage. Das ist wieder eine persönliche Frage. Das James-Webb-Teleskop soll ja ganz unterschiedliche Forschungsbereiche beackern, die ganze Astronomie, sowohl das frühe Universum, also die Frage nach den supermassereichen schwarzen Löchern gehört dahin, die Frage nach der Entstehung der ersten Milchstraßen, aber auch die Entstehung von Planetensystemen und natürlich die Atmosphären von erdähnlichen terrestrischen Planeten im heutigen und in unserer Umgebung. Und ich persönlich finde das am spannendsten, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen. Jetzt beantworte ich die Frage nicht korrekt. Im Rahmen dieses Vortragsthemas, Exoplaneten, Atmosphären gehören nicht in dieses Vortragsthema. Also ich bin am gespanntesten auf die neuen Ergebnisse zu den frühen Milchstraßen tatsächlich. 18. Frage. Welche Voraussetzungen gibt es, dass ein Planet bzw. größerer Himmelskörper eine Atmosphäre bildet? Welche Voraussetzungen braucht es? Ne? Gibt es? Ja, genau. Es gibt 2 wesentliche Voraussetzungen. Erstens, der Planet, Himmelskörper muss groß genug sein, die Schwerkraft muss ausreichend sein, ansonsten kann er die Atmosphäre nicht halten. Der Mond hat keine Atmosphäre, weil seine Schwerkraft eben einfach ein bisschen zu schwach ist. Und zweitens, das äußere Umfeld muss dafür geeignet sein. Es darf keinen zu starken Sternwind zum Beispiel geben oder keinen zu aktiven Stern. Oder anders ausgedrückt, der Planet darf nicht zu nah an dem betreffenden Stern sein. Es gibt, wenn wir jetzt über Exoplanetenatmosphären sprechen, das war heute kein Thema des Vortrags, aber damit kann man es so ein bisschen verbinden. Wenn Planeten sehr nah um den Stern kreisen, wie man es bei roten Zwergsternen zum Beispiel hat, viele der Exoplaneten, die man kennt, kreisen in sehr engen Bahnen um rote Zwergsterne, dann weiß man, dass diese roten Zwergsterne oftmals eine sehr starke Sternaktivität haben, also Strahlungsausbrüche haben und dergleichen und damit die Atmosphäre eines so nah kreisenden Planeten auch erodieren können über Millionen Jahre, sodass die Atmosphäre verloren gehen kann und der Planet dann, obwohl er einst eine Atmosphäre hatte, dann atmosphärenlos wird. Das ist also auch ein Faktor. Erstens groß genug, zweitens angenehme Umgebung, nicht zu nah an einem unangenehmen Stern, wenn man das so ganz simpel formulieren will.
19. Frage. Wenn die Entropie im Universum immer mehr zunimmt, ist unsere Existenz dann die Annahme von der, Regel? Wahrscheinlich ist gemeint die Ausnahme von der Regel. Ja, okay. Ist unsere Existenz dann die Ausnahme von der Regel? Oder wie wahrscheinlich ist Leben in anderen Planeten? Also in anderen Planeten, auf anderen Planeten, genau. Also ich denke, unsere Existenz ist nicht die Ausnahme von der Regel, denn ich gehe davon aus, aufgrund des Berichteten, ich kann hier nochmal diese Folie zeigen, die ich nicht erzählen wollte, also verschiedene Faktoren, die zu uns heute geführt haben in der linken Spalte und dann in der mittleren Spalte die Frage beantwortet auf meinem Wissensstand oder auch dem vieler anderer Forscher, würde man erwarten, dass man, wenn man den großen Reset-Knopf des Universums drücken könnte, wieder alles so abliefe. Und die meisten Faktoren würden wieder mit einem Ja daherkommen und sagen, das würde wahrscheinlich wieder passieren. Auch das Leben, vermutlich. Wir wissen es nicht, aber das ist die ja, gut begründete Vermutung, dass Leben nichts ganz Seltenes ist im Universum, sondern auch auf anderen geeigneten Orten, Planeten sich finden kann. In Bezug auf die Entropie ist ja gemeint, dass das Universum immer mehr so einem absoluten Gleichgewichtszustand in ferner Zukunft zustrebt, bei dem man eben auch Leben als Ungleichgewichtszustand unwahrscheinlicher würde. Aber das meint ja nur wirklich die grobe Mittelung über alles hinweg. Und das Leben ist ja gerade so eine Insel niedriger Entropie in einem Ozean hoher Entropie. Und von daher spricht da jetzt nichts dagegen. Also der generelle Trend sagt durch nichts aus, dass es nicht auch diese Inselbildung geben kann, solange da noch grundlegende Möglichkeiten für da sind, wie zum Beispiel eben Energiekonzentration der Sonne und so weiter. Wenn Sie mich nach der ganz fernen Zukunft fragen, in vielen, vielen, nicht nur Milliarden Jahren, sondern 10 hoch und ganz große Zahlen Jahren, ja dann irgendwann vielleicht nicht mehr. Wenn wir dann zu dieser Zeit zugegen wären, wären wir vielleicht die Ausnahme, aber heute nicht. Heute noch nicht, noch lange nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es noch eine 20. Frage gibt oder ob wir am Ende des Vortrags und der Fragen angekommen sind. Keine weiteren Fragen höre ich auch von Markus Pössl aus der Regie vom Haus der Astronomie. Dann lasse ich diese Folie nochmal stehen, falls jemand noch nachlesen möchte. Ich kann empfehlen, zwei Dinge, wenn man sich mit diesem Thema, dieser Übersicht über die Geschichte des Universums genauer befassen will. Zwei Dinge kann ich empfehlen. Erstens diese Planetariumsvorführung, die in vielen Planetarien, wer in Heidelberg oder Mannheim wohnt, eben dort in Mannheim im Planetarium oder hier in Münster oder in Bochum, um nur die größeren zu nennen, auch in Jena, läuft. Zeitreise heißt die Vorführung. Zeitreise vom Urknall zum Menschen. Also genauso wie der Titel des Vortrags, nur mit dem Wort Zeitreise davor. Schauen Sie bei sich im Planetarium, ob es da läuft. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Wir haben das mit 20 Planetarien gemeinsam produziert. Und als zweites kann ich empfehlen, dieses Buch hier. Da mache ich jetzt Schleichwerbung, aber nicht für jemanden, den ich kenne, sondern also das ist wirklich ein mir fremder Mensch, Peter Ulmschneider, dessen Buch ich einfach nur großartig finde. Dazu muss man als kurze Anekdote sagen, oder muss man nicht, erzähle ich aber als kurze Anekdote, diese Planetariumsvorführung, die besagt, zu der haben wir auch einen prominenten Sprecher, nämlich die deutsche Stimme von Captain Picard, Raumschiff Enterprise, aufgenommen in einem Tonstudio in München. Ich hatte 2 Stunden Zeit vor der Aufnahme, ging in eine Münchner Buchhandlung, sah, das Programm war bereits fertig produziert, nur der Sprecher fehlte noch, sah dieses Buch mit dem gleichnamigen Titel oder fast gleichnamigen Titel, war schwer begeistert und habe es dann gelesen und genossen. Da ist also nochmal durch alle Fachbereiche bis zur Entstehung des Lebens und bis zur Entstehung des Menschen diese ganze Geschichte noch einmal in tieferem Detail erläutert. Peter Ulmschneider erschien im Springer Spektrum Verlag. Ja, und ganz zum Ende habe ich noch die Ehre, den nächsten Vortrag in dieser Reihe anzukündigen. Und das ist dieser Vortrag hier, wenn Kosmologen streiten, wie schnell expandiert das Universum. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich werde reinschauen und würde mich und alle Beteiligten freuen, wenn Sie es auch tun. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut. Schauen Sie mal wieder rein.